Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Star Wars und Habt ihr Imperial Agent. Ich hoffe mal, das wissen jetzt, dass ich aufnehme. Hätte ich vielleicht mal fragen sollen? Ja. Wir hatten zwar gedacht hier mit Justin, kennen wir. Kennt ihr den? Kennt ihr, glaube ich. Kennt ihr den? Ja, das war auf jeden Fall jemand, mit dem ich auch gespielt habe. Dann, keine Ahnung, wer die anderen alle sind. Zombie ist auch dabei. Ich habe uns mal gedacht, den Nashadar Weltboss zu machen. Sag ich, was für den Einnahmen bekomme. Was für eine Einnahmen? Okay, aber ich mach kurz einen Schnitt, bis alle da sind. So, sind alle da, hoffe ich zumindest. Ja, sind alle da. Gut, ich fange nicht an, weil ich bin scheiße. Ich bin bereit. Okay, Pentron ist hier. Da ist er. Und es geht los! Ja, Weltboss. Habe ich bisher in der Zeit hier bisher noch nie gemacht. Haben wir Tank? Haben wir hier? Momentan sieht die Gruppe ja noch gut aus. Ich wurde übrigens gerade nicht random eingeladen, sondern Zombie wurde random eingeladen. Habe ich ihn gefragt, ob er mich auch noch mit einladen kann. Ja, dann kann ich das jetzt mit Oma zeigen, den Boss. Ich habe den noch nie in der Gruppe gemacht, das muss ich mal ehrlich sagen. Und das wird jetzt auch ziemlich langweilig werden. Vielleicht werde ich auch ein bisschen vorspulen, aber ich wollte eigentlich auch bloß diesen Boss hier zeigen. Vielleicht noch eine andere Sache auf Nashadar. Boom! Das sah gerade geil aus. Wieder ein Feuerwerk. Geil. Genau, Kisten. Habe ich noch Kisten dabei? Habe ich natürlich wieder nicht. Oh fuck. Na, das wollte ich machen. Von die anderen schneller, verdammt. Warte, jetzt mache ich ja den hier. Und jetzt komm! Boops! Geil! Das sieht ja mega geil aus. Oh Gott, ey. Ich bin ganz happy. Okay, aber wir machen ja recht viel Schaden. Noch alle noch relativ gut hochgeheilt. Ja. Fuck. Ich kann mal kurz hier so ein Schild hier mit rein. Und dann wieder schön weit weg, wenn ich bin ja Range-DD. Aber so weit, dass ich mir noch im Schild drin bin. Guck mal, jetzt gleich wieder. Boom. Geil. Also bei dem Boss sieht diese Fähigkeit wirklich mal richtig geil aus. Ich kann nicht unterbrechen. Ist nicht unterbrechbar. Scheiße. Nein! Hilfe! Endrage, scheiße! Jetzt geht der Endrage, jetzt hat der Endrage drin. Jetzt mache ich, glaube ich, kann man den auch gar nicht mehr wegspotten. Oder kann man das? Okay, aber 10 Sekunden, 10, 10 Sekunden sage ich schon. Jo, 10 Sekunden ist wirklich, komm schon. 5, 4, 3, 2, 1. Ja gut, das war jetzt irgendwie nicht so spannend. R4GL Kampfdroide. Fuck, du hast den Droiden doch schon besiegt. Was haben wir hier? Brauche ich nicht? Brauche ich nicht? Brauche ich nicht. Was ist noch drin? Warte, keine Credits. Da habe ich schon welche bekommen. Ey, ich muss schon dir gucken. Ah, hier, 1430. Wo, das war ja gar nichts. Ja. Fuck. Danke. So, da bin ich nochmal. Falsch. Ich wollte nochmal zu den GSI-Händlern gehen, denn ich habe mal beim Suchtruin hier ein bisschen gefarmt. So ein bisschen Ausbeuterkram, ein bisschen Kundschafterkram will ich jetzt hier einlösen. Außerdem habe ich nochmal Kisten mitgebracht, weil die uns da noch fehlten. Nicht wundern wegen den Teil. Ich habe gerade eine Meisterflashpan gemacht, zu zweit. Die werde ich auch noch sehen in der nächsten Folge. In den nächsten zwei Folgen sind das. Ja. Machen erstmal Kisten auf und dann geht's zum Händler. Müll. Ihr beide werden immer besser. Oh. Müll. Yeah. Und komm, was kommt jetzt? Müll, Soldat, ey. Scheiße. Dann machen wir noch diese gesicherte Kiste auf diesen lila. Und Wurfstufe 55 gebunden, erfordert schon 50. Was denkt ihr, was da drin sein wird? Schreibt's in die Kommentare. Ich sag so, das ist das geilste aller Zeiten. Was habe ich beim Suchtruin gefunden?
Ja, ich habe schon reingeluschert, muss ich sagen. Da ist das Geilste aller Zeiten drin. Die werden wir zum Schluss der Folge aufmachen. Ja. Fuck, jetzt habe ich schon gezeigt, was das ist. Nein, Leute, ich gehe zu dem hinter hier. Aber sicher doch, Agent. Komm, jetzt mal den Müll hier. Unser Lager ist voll und wir verfügen selbstverständlich über eine Verkaufslizenz. So. Hier ist auch der Ort, die Hände vom Rakko-Event. Die sind aber auch auf der Flotte, also die braucht ihr nicht suchen. Die sind total unwichtig. Dann gibt es hier diesen GSI-Spezial-Rufhändler. Dann gibt es hier einmal für 100.000 Credits das Fervodul Tiefgrau, Tiefrot. Sieht dann so aus mit meiner Rüstung. Statt so. Ja gut, muss man halt mal schauen. Dann hier noch ein GSI Mark II Triangulationsservice rein. Bauplan für Cybertech. Hab leider keinen Cybertech-Schal. Jetzt will ich auch diese Gleiter, die wir uns reinholen. Dann gibt es ja auch noch GSI Mark I Triangulationsverbesserer. Die gibt es aber auch auf jedem Planeten bei den GSI Terminals. Keine Ahnung, wo ich das jetzt hier nicht annehmen kann. Ja. Dann hier so ein Gleiter, das ist ein Vergnügungsleiter. Den gibt's, die Teile kann man selten auch mit seinem Suchtruinen finden. Die sind allerdings ziemlich selten, also da müsst ihr halt im Handelsmarkt gucken. Aber im Handelsmarkt sind die auch meistens so für 200.000 oder so drin, jedes Teil. Oder halt gar nichts. Da gibt es hier solche komischen Rüstungen, die werde ich jetzt nicht alle zeigen, könnt ihr euch selber angucken. Hier noch für MK1, MK3 Universalfertigteile gibt es dann ja auch noch solche Samen der Wut. Das ist dann hier so eine Samen in so einer Kiste hier drin, in so einem Teil. Und auch so ein Unterwelt-Suchdruide. Könnt ihr euch so einen kleinen Suchdruide in eure Festung stellen. So wie auch hier Vergnügungsleiter Sichtverstärkungsgerät, das ist ein Teil von dem Vergnügungsleiter, das könnt ihr für 15.000 Credits hier kaufen. Ihr braucht allerdings dafür noch, was braucht man dafür alles? Wie sind das? 1, 2, 3, 4. Also 5 andere Teile müsst ihr finden. Ja. Eins, glaube ich, habe ich schon im Handelsmarkt gekauft für 20.000. Die anderen kriegst du eigentlich fast gar nicht. Wir kaufen uns erstmal hier den Kundschaftergleiter hier. Zack. Kann man auch wieder zurückgeben, wenn man das möchte. Und auch hier diesen Ausbeutergleiter. So. Und zack, verschwinden die ganzen Items. Ja. Mal gucken, ob ich mir so einen Scheiß auch kaufe. Mit dem Charakter macht es keinen Sinn, aber Freund habe ich. Da könnt ihr euch halt so eine Triangulosungsverbesserer bauen, die sind dann besser als diese hier. Dann muss ich mal schauen. Cybertech 450 habe ich allerdings keinen Schal dafür. Da muss ich dann so gucken. So, gucken wir uns erstmal die Glätte an. Ich kann euch ja nochmal den fürs andere zeigen, für das. Ich verkaufe nur die besten. Ich hole mir den auch mal in Vergnügungsleiter. Wie ist er denn jetzt da? Sieht so aus. Sieht auch ziemlich nice aus. Fand ich schön farbig. Mal gucken, ob ich die Teile auch zusammenbekomme. 5 Dinger zusammenbekomme. Also 4 brauche ich insgesamt noch. Einen habe ich schon. Und eins gibt es ja hier unten. Da. Seht euch ruhig um. Ja. Aktivieren wir uns mal die Gleiter. Gucken mal, wie die aussehen. So sieht der eine aus. Aus wie ein ganz normaler Gleiter halt. Und so sieht der andere aus. So halt, auch wie so ein Gleiter. Gucken wir uns erstmal hier den Kundschaftergleiter an. Fuck. Muss jetzt noch mal kurz meinen Läufer hier drin glauben. Nehme ich den erstmal raus, jetzt nehmen wir den. Wer sucht, der findet. So, den kriegen wir auch gleich in die Folge. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Bei Vermächtnis. Also hier gibt es alles möglichen Scheiß hier. Ja. Hat er auch gerade gesehen. Die Folge normalerweise wird das bei mir immer nicht angezeigt. So. Also hier alle möglichen Fahrzeuge hier kann man jetzt hier gucken. So, dann bekommen wir gleich noch einen Erfolg für den Ausbau der Gleiter. Zack. Ja, das war jetzt doof. Ausbeute. Hab doch nur Gleiter aktiviert, Mann. Also gucken wir uns erstmal den Kundschaftergleiter an. Sieht so aus. Boah, der sieht doch schon ziemlich schnieke aus.
Doch, der sieht geil aus. Der gefällt mir. So ein Standardgleiter, aber egal. So, dann gucken wir uns mal den anderen Gleiter hier an. Fahrzeug, Ausbeuter, da ist er. Ja. Auch nicht schlecht. Finde ich schön. Was ist das andere? Ich weiß gar nicht mehr, was von sich für andere Gleiter hier. Hab Gravestone sehe. Achso, das ist glaube ich noch von dem Dix hier. Von dem einen Händler. Hier Pionier-System und Vater. Das war vom Doge gegen Hey Event. Der gefällt mir. Er hat mir auch ziemlich gefallen. Ich hatte damals mal gedacht, der wäre schwer. Der wäre schwarz, weil der so schwarz angezeigt wird. Aber der ist eigentlich gar nicht schwarz. Der ist Silber. Also ziemlich geilen Scheiß hier. Ich nehme allerdings trotzdem wieder meinen Läufer hier rein. Ich will gut aussehen. Dieser cool Taxi. Ich glaube, das habe ich auch mal aus der Kiste bekommen. Abfangjäger, ich glaube, den gibt's, den habe ich mir gekauft. Genauso wie die eingesetzten Rotscheteile hier, Rotsche. Jetzt aber nichts wie hoch. Also wie den Gleiter hier. Der sieht irgendwie, ich finde den irgendwie nicht so wirklich schön. So, der hier, auf den bin ich immer noch total stolz. Den haben wir ja damals mal aus der Kommandokiste bekommen. Ziemlich selten. Ich weiß nicht, warum ich das hier nicht annehmen darf. Verstehe ich nicht. Auf einer Hand durfte ich es annehmen. Komisch. Ja. Gut, dann würde ich jetzt sagen, öffnen wir jetzt die super spannende Kiste. Ich hoffe, jetzt kommt der Trommelwirbel. Da ist wirklich das Geilste der Welt drin. Ne? Jetzt aber nichts wie hoch. Ich bin wirklich erstaunt gewesen, dass ich das gesehen habe. Ich würde sagen, wir öffnen die Kiste in 3, 2, 1. Unglaublich episch, oder? Ja, ihr seht's. Unglaublich episch. Nein. Nee, ich frage mich echt gefragt, was soll dieser Scheiß? Warum bekomme ich in so einer Kiste, warum bekomme ich bitte vom Suchtruinen 100 Credits ausgegraben? Was ist das für ein Blödsinn, Alter? Das ist so ein Unsinn einfach nur. Ich weiß nicht, was sich da ihr eh wieder gedacht hat. Das ist so scheiße, geil, dumm. Ich weiß nicht, warum die so einen Scheiß machen. Ja. Ich freue mich immer. Also ich muss mal gucken, ob ich den hier noch zusammengefahren kriege. Erstmal wahrscheinlich in dieser Zeit dicht. Aber seht vielleicht euch später. Ruhig um. Hier ist so eine Astromech-Requisition. Ich glaube, so heißt die, gibt es auch für die Festung und so ein Ding hier. Aber jetzt bin ich schon wieder bei meinem Credit-Thema abgekommen. Also ich fand das irgendwie total ein Schwachsinn, ehrlich gesagt. Da habe ich mir jetzt gedacht, okay, da sind irgendwelche geilen Rohstoffe drin. Selbst die finde ich sinnlos. Ja. Die ganzen Teile habe ich mir nicht alle erfarmt. Die habe ich mir auch größtenteils gekauft. Deswegen habe ich jetzt auch so wenig Credits nur noch. Deswegen habe ich nur noch hier 98.000, genau so ist die Zahl. Ja. 100 Credits dabei wirklich nicht für die hätte ich auch so verdienen können. Weil da finde ich das ja wirklich etwas sinnlos. Ja. Das wollte ich jetzt mal erzählt haben. Gut, dann würde ich sagen, jetzt war es wirklich bei der Folge. Bis bald. Jetzt aber nichts wie hoch. Tschüss.